Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns jetzt an, wie man die GPIO-Pins nicht nur zu einer Ausgabe benutzt, um zum Beispiel eine LED zu steuern, sondern wie man die auch verwenden kann, um eine Eingabe zu bekommen, um zum Beispiel auszulesen, ob ein Button gedrückt wurde oder nicht. Lassen Sie uns starten. Zu diesem Zweck wechsle ich wieder auf meinen Browser und hier sehen Sie den Schaltplan, den Sie auch in dem GitHub-Repository finden, von der Schaltung, die wir jetzt gleich aufbauen. Was sehen Sie an dieser Schaltung? Diese Schaltung besteht aus zwei Teilen. Zum einen besteht sie hier aus einem Button, der irgendwie verkabelt ist, und natürlich wieder die LED. Die LED, das kennen Sie schon, die ist über einen Widerstand mit Ground hier verbunden und die Anode ist mit einem unserer Eingänge oder GPIO-Pins, den wir als Ausgang verwenden werden, verbunden, hier in der Schaltung D1. Ich werde gleich in meinem Beispiel D2 benutzen, weil mein D1-Ausgang irgendwie nicht richtig funktioniert. Spannend ist dann, wie dieser Button geschaltet ist. Dieser Button ist zum einen mit dem Eingang GPIO-Pin, der auf D5 liegt, verbunden. Und auf der anderen Seite auch hier über diese zweite Kabel mit Ground, mit dem Minuspol. Diese Buttons, die Sie hier sehen, die sind, ich werde Ihnen das gleich auch nochmal live zeigen, die sind so ein bisschen tricky. Man macht das leicht falsch. Das ist nämlich so, dass die über Kreuz geschaltet sind. Also dieser Pin wird, wenn der Button gedrückt ist, mit diesem Pin verbunden. Und genauso dieser mit diesem. Ja, deshalb ganz wichtig, aufpassen, sehen Sie auch, ich habe hier diese Leiste, quasi sozusagen die linke Seite, mit der rechten Seite verbunden. Schauen wir uns das Ganze jetzt auch mal live an. Das ist die Schaltung, die ich hierzu aufgebaut habe. Und diese Schaltung, ja, die sehen schon, besteht aus diesen gleichen Teilen. Hier gibt es meinen Button. Ja, Sie sehen, ich habe den jetzt anders überkreuzt verbunden, von hier unten nach hier oben. Das ist ein bisschen schwer zu sehen. Ich drehe das mal so ein bisschen. Ja, der hat so einen großen gelben Boppel da. Und Sie sehen aber hier, der untere Teil ist mit Minus verbunden und der obere Teil geht hier zu dem GPIO-Pin mit der 5. Die LED, die ist verbunden, wie Sie das schon kennen. Wir haben hier einen Widerstand und die LED ist dann hier bei mir mit D2 verbunden, weil, ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, bei mir leider D1 kaputt ist. Ich versuche das mal noch ein bisschen näher zu zoomen, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Ja, jetzt ist das noch etwas besser zu erkennen. Und das ist die Schaltung, die wir jetzt aufgebaut haben. Jetzt ist die Frage, wie können wir diese LED steuern, so dass sie zum Beispiel blinkt, wenn ich den Knopf drücke. Und das ist jetzt tatsächlich gar nicht so einfach. Und dazu wechsle ich jetzt gleich nochmal auf meine Entwicklungsumgebung. So, hier bin ich jetzt in der Entwicklungsumgebung. Und in der Entwicklungsumgebung werden wir jetzt das Programm aufbauen. Dieses Programm ist etwas komplexer und ich werde es mit Ihnen Stück für Stück zusammenschreiben. Das Programm besteht aus verschiedenen Teilen. Wie immer importieren wir den PIN, ja, und auch den Timeout, den werden wir verwenden. Das erste, was ich jetzt mache, ich schreibe eine kleine Funktion, die unsere LED blinken lassen soll. Die LED ist mit dem GPIO-Pin Nummer 2 bei mir verbunden. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Da wollte ich hin. Mit dem GPIO-Pin 2, das heißt, mit dem D2 verbunden. Das ist der GPIO-Pin mit der 4, GPIO-4. Genau, also LED, das ist gleich der Pin 4 und das Ganze ist Pin Out. Das kennen Sie schon. Das ist nichts mehr Spezielles. Das zweite, was wir benötigen, ist die Eingabe-Pin. Ja, das wird der Button sein.
Auch dieser Button ist ein Pin. Der Button befindet sich bei mir an D5. Schauen wir uns das nochmal an. D5 ist der GPIO-Pin 14. Also machen wir hier diese 14. Das ist ein Eingang. Und jetzt kommt noch etwas Spezielles. Ich definiere, dass dieser Eingangspin an einem Pull-Up-Widerstand hängt. Das ist ein Pin. Dafür gibt es eine konstante Pull-Up. Das heißt, wenn der Knopf nicht gedrückt ist, dann wird dieser Pin automatisch immer auf 5 Volt gezogen von diesem Pull-Up-Widerstand. Ich werde auch noch verlinken, einen Wikipedia-Artikel, wo man nochmal was über Pull-Up und Pull-Down Widerstände lesen kann. Ja, und das, damit ist einfach sichergestellt, dass wir einen definierten Status haben. So, und was jetzt passieren soll, ist, in dem Moment, wo dieser Button gedrückt wird, ja, soll die LED blinken. Wie legen wir das fest? Um zu definieren, dass der Button gedrückt wird, benutzen wir dieses IAQ-Methode. Das ist ein Interrupt. Und dieser Interrupt benötigt jetzt zwei Dinge. Zum einen müssen wir sagen, über den Parameter Trigger, wann er ausgelöst werden soll. Und der Trigger wird bei uns sein IAQ Falling. Also quasi, wenn der Knopf gedrückt wird, das heißt, in diesem Moment geht die Spannung von plus 3 Volt zu 0. Dann soll das ausgelöst werden. Und dann müssen wir noch sagen, was passieren soll. Und das ist der Parameter Händler. Dann soll die LED blinken. Und das hier, dieses Blink-LED, ja, das ist jetzt eine Methode, die wir noch definieren müssen. Spannend hier ist, da sind keine runden Klammern. Ja, also wir übergeben quasi die Methode an den Button und wir rufen sie nicht auf. Was dann passieren wird, wenn der Knopf gedrückt ist, ja, wird diese Funktion, nicht Methode, diese Funktion aufgerufen. Definieren wir noch diese Funktion. Was soll Blink LED tun? Dieses Blink LED soll Folgendes tun. Ja, die benötigt einen Parameter. Dieser Parameter sagt schlussendlich auch, welcher Eingang gedrückt wurde. Und immer wenn der Eingang gedrückt wurde, sollte die LED aufblinken. Und wie machen wir das? Machen wir wieder so. For in range. Ja, lassen wir so 10 mal blinken. LED on. Dann benutzen wir lieber das Sleep in Milliseconds. Sleep Milliseconds 200. LED off. Und nochmal ein Sleep Milliseconds von 200. Ja, das ist das, was passieren soll, immer dann, wenn der Button gedrückt wurde. Und dass wir uns gleich auch nochmal anschauen können, ja, sozusagen zu einer Fehlersuche, dass der auch wirklich hier ausgelöst wurde, dass wir das auch in der Shell sehen, mache ich hier noch einen Print hin. Button pressed und den Parameter, der hier übergeben wird. Das sollte es eigentlich schon sein. Damit sollte das jetzt schon funktionieren. Jetzt machen wir unser übliches Vorgehen. Ich flashe das auf den Mikrocontroller. Und das hat geklappt. Dann packen wir den Mikrocontroller hier unten hin, dass wir sehen, was hier passiert. Das Programm sollte jetzt schon übertragen sein. Wenn ich den Knopf drücke, sehen Sie, die LED blinkt. Also genau das, was wir erzeugen wollten. Oh, das geht jetzt eine Zeit lang. Und dann ist es wieder vorbei.
Nochmal. Wenn ich den Knopf drücke, blinkt die LED. Damit haben wir jetzt eigentlich schon das erreicht, was wir erreichen wollten. Allerdings hat dieses Rang noch ein Problem. Immer dann, wenn die LED blinkt, hier, das sehen Sie ja, das dauert mehrere Sekunden, kann der Mikrocontroller nichts anderes verarbeiten. Ja, wir würden dann keine Eingaben mehr von einem anderen Knopf kriegen. Und das ist gegebenenfalls schlecht. Ja, aus dem Grund müssen wir das noch ein Stück weit anders lösen. Wenn wir einen kleinen Trick verwenden, die Zielsetzung muss immer sein, dass diese Methode, die dieser Händler ausführt, dass die möglichst schnell beendet ist. Oder diese Funktion ist keine Methode, diese Funktion. Ja. Das sollte nach Möglichkeit in wenigen Millisekunden durch sein und nicht mehrere Sekunden brauchen. Wie können wir das tun? Dazu definieren wir uns noch eine Helper-Variable. Die Helper-Variable nenne ich Button Pressed. Und die setze ich auf False. Außerdem definiere ich noch eine weitere Funktion, def handle button zum Beispiel, handle button pressed, müssen wir wieder den Parameter übergeben. Und das Einzige, was das tut, also wir sagen erstmal, dass wir auf dieses button pressed zugreifen wollen und dieses button pressed setzen wir dann auf true. Ja, das ist eine sehr kurze Funktion, die wird einfach nur diese globale Variable auf True setzen. Diese Funktion tun wir etwas umbauen, ja, den Parameter brauchen wir hier nicht mehr, soll einfach blinken. Und jetzt werden wir hier natürlich den neuen Händler einfügen. Also, das ist Handler Button Pressed, allerdings ohne runde Klammern. Wenn wir das jetzt ausführen, ja, wird natürlich nichts passieren, weil diese Blink-LED-Funktion ja niemals aufgerufen wird. Aber das machen wir mit Absicht so, weil die braucht länger, deshalb sollte die nicht in diesem Interrupt passieren. Ja, und deshalb machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir sagen hier while true, ja, das ist sozusagen unser Hauptprogramm, das unendlich läuft und immer mal nachguckt, was denn aktuell so passiert. Und in diesem Hauptprogramm werden wir jetzt die LED blinken lassen, immer dann, wenn Button Pressed true ist. Immer dann, wenn Button Pressed true ist, ja, also dann wissen wir, der Knopf wurde gedrückt, dann rufen wir Blink LED auf. Das kann dann tatsächlich auch eine Zeit lang dauern. Ja, das ist dann nicht relevant. Und am Ende setzen wir diese Button-Pressed-Variable wieder auf False. Ja, sonst wären wir hier in einem endlosen Blink-Zyklus unterwegs. Ja, das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen komplexer, was hier passiert. Also um das nochmal klar zu machen. Das Drücken des Knopfes ruft diese Funktion auf. Diese Funktion setzt eine globale Variable auf True. Und hier in meinem Hauptprogramm gucke ich einfach immer, ob diese Variable True ist. Wenn sie True ist, dann lasse ich die LED blinken und setze sie danach wieder auf False. Das Schöne an diesem Vorgehen ist, dass wir auch weiterhin Eingaben von dem Button verarbeiten können. Und das auch nochmal klar zu machen, fügen wir hier noch ein Print ein, Button pressed und hier noch ein Print, Blink LED und dann wird man das gleich nochmal nachverfolgen können. Jetzt können wir auch dieses Programm auf unseren Mikrocontroller bringen, das machen wir wie gehabt. Indem ich das auf den Mikrocontroller flashe. Das ging ja relativ schnell. Und jetzt verbinde ich mich zusätzlich noch mit der MicroPython REPL mit dem Mikrocontroller. Ja, dass wir auch die Ausgaben von
den Print Statements sehen werden. Und ich blende mich aus und dafür lieber den Mikrocontroller ein. Und jetzt können wir uns anschauen, was hier passiert. Ich drücke jetzt mal die Taste. Sie haben gesehen, es wurde mehrfach dieses Button Pressed ausgeführt. Ja, das Button Pressed gab es eine Ausgabe. Aber unsere LED blinkt nicht. Das heißt, ich habe hier irgendwo noch einen kleinen Bug drin. Jetzt blinkt auch die LED. Keine Ahnung, was da das Problem war. Und jetzt gucken wir uns nochmal tatsächlich an, wie das auch aussieht. Ich mache nochmal die MicroPython REPL auf. Und jetzt sollten wir die verschiedenen Situationen sehen. Ich drücke den Button. Wir werden zuerst die Ausgaben von ButtonPressed sehen. Und dann scheint tatsächlich das Problem zu sein, dass ich mir das in der REPL nicht angucken kann, weil das dann mit den Interrupts nicht funktioniert. Okay, dann müssen wir die REPL hier doch entverbinden und das Ganze nochmal neu flächen. Dann funktioniert das leider so mit der Ausgabe nicht, mit der Debug-Ausgabe. Das hatte ich dann falsch im Kopf. Ja, und jetzt wenigstens funktioniert aber unser Programm. Ja. Und wir könnten jetzt auch eben häufiger, wir können weitere Eingaben verarbeiten. Dadurch, dass wir das eigentliche Blinken der LED, eben diesen Teil, getrennt haben von dem Lesen des Inputs des Buttons. Das war's, was ich Ihnen für dieses Video zeigen wollte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man Sensordaten mit dem Mikrocontroller verarbeitet. Bis dahin, auf Wiedersehen.
20 Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.